Bayern. 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 Bayer werden geht nicht. Bayer werden geht nicht. Das wurde mir dann klar, als ich mit einem bayerischen Blues-Sänger gespielt habe, der in Bayern sehr berühmt ist, der heißt Willi Michel. Der hat mich immer vorgestellt, der Olaf, der Euwei so Olaft. Also, ja, wenn ich dann gespielt habe, so einen roten Kopf gekriegt, da war ich der Olaf, der Euwei so Olaft. Das ist schon phänomenal. Hirnwichser, sagst du bei uns daheim. Und Willi ist so ein richtiger Nussknacker, also so ein ganz kräftiger, der Gitarre spielt, so eine Naturgitarre auf Elektrik mit richtigen Marshalltürmen. Und der brauchte keine Rhythmus-Section, gar nicht. Das hat er gespielt, da ging das von vornherein schon mal los. Ne? Und hat dann auch Blues gespielt. Oh, es ist Blues, es ist Blues. Ich habe immer gesagt, der Willi, du bist ja Indianer. Okay? Und irgendwann hat er also wirklich sich eingebildet, er ist ein Indianer und hat sich auch dieses ganze Zeug gekauft, was die Indianer so haben, so diese Umhänge und dann eine Feder oben drin und Lederquant und so. Ne? Und hat gesagt, er heißt jetzt Generous Sound of Thunder. Da habe ich gesagt, Willi, du solltest vielleicht mal den Arzt wechseln. Und dann kamen auch immer Publikum zu mir und haben gesagt, ja, Herr Kübler, sagen Sie mal, was ist denn mit dem Willi? Der ist doch gar kein Indianer. Ich sage, ja, ich meine, der versucht jetzt irgendwie auf einer neuen Schiene. Ne? Hirnwichser, sagst du bei uns daheim. Als wir dann mit Willi in Ramsau gespielt haben, als das dann fertig war, haben wir auch wie üblich mindestens 3 Maß Bier getrunken, einen Schweinebraten gegessen und vielleicht 5 Obstler getrunken. Und dann sind wir nach Hause gefahren mit dem Willi seinen Bands. Und der Willi hatte einen Freund, der hieß Lichtmannecker, Andy. Und Andy war so breit, der hatte sich hinten reingelegt im Fond vom hinten Wagen rein. Und da sind wir losgefahren auf der Autobahn und plötzlich da hinter Mona oder wo lag ein Riesenhirsch auf der Straße. Der war totgefahren. Ne? Da habe ich gedacht, das gibt's gar nicht. Der Willi hat gebremst, ist rückwärts gefahren, hat den Kofferraum aufgemacht, hat diesen Riesenhirsch mit Geweih hinten in den Kofferraum reingedreht. Reingedreht und das Geweih und alles so und hat das zugemacht. Und ich saß da vorne ganz weggeraucht und vollkommen fertig. Ich habe gesagt, das gibt's doch gar nicht. Sagt ja, Willi, was machen wir denn jetzt mit dem Hirsch? Ja, den werden wir jetzt mal ausnehmen. Ich sag, wie? Da habe ich gesagt, können wir doch unmöglich jetzt da hoch. Da haben wir eine Decke geholt, haben den Hirsch eingepackt und haben den hochkant in den Lift gewirkt und haben den beim Willi Michel ins Bad reingeworfen. Und dann ist der Willi Michel, hat riesige Nägel geholt und einen Hammer und hat den Hirsch theoretisch über der Badewanne angenagelt. Und sein Freund, Andy Lichtmannecker, der hinten am Auto eingeschlafen war, der ist dann aufgewacht. Ich sag, komm mal raus, wir haben einen Hirsch. Da hat er gesagt, naja, klar, du bist jetzt. Jetzt bist du auch dran, Kübler. Jetzt bist du auch dran. Ne? Der Willi war verheiratet mit einer älteren Tänzerin und hatte aber gleichzeitig eine jugendliche Freundin, die ihn immer gebadet hat. Also die zugelassene Geliebte. Nicht? Und die hatte so eine Wohnung mit so einer Wendeltreppe. Und dann hatte die geweckt, ne? Nachdem er den Hirsch also total auseinandergenommen hat und die ganze Badewanne war voller Blut. Also das absolute oberbayerische Oberwahnsinn. Und dann hat er die geweckt, hat er angeläutet nach oben, Feuerstein hieß die, Feuer, kommst du mal runter. Und da kam die runter und sagt, was ist denn passiert? Und dann hat er das Bad aufgemacht und das riesige Blutbad. Und dann hat er gesagt, also, was ist denn passiert? Ja, ich habe meinen Freund den Andy geschlachtet. Da wurde die sofort abgeführt, die kam sofort in die Klapse, die dreht sofort durch. Der Willi hatte auch einen Hund, einen Schäferhund, der konnte singen. Acker hieß der.
Und dann hat er in der Wohnung so Drähte aufgespannt und hat diese ganzen Koteletts über diese Drähte gehängt. Und dieser Hund, der hatte schon so eine Knickstarre. Guckte immer nur nach oben zu seinem Glück, ob er denn wohl was abkriegt. Ne? Ja, ich habe auch gehört, was machst du denn mit dem Hirsch? Den Fressmacke. Den Fressmacke. Den Fressmacke. Hirnwichser, sagst du bei uns daheim. 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 Hirnwichser, sagst du bei uns daheim.